Hamburg, Dienstleistungsmetropole, Industrie- und Handelszentrum. Viele Hamburger Unternehmen sind zu Partnern von Hamburg 1 geworden. Mit ihrer Hilfe können wir Business TV realisieren. Diese Hamburger Unternehmen nutzen Hamburg 1 zur Imagewerbung und zur Kommunikation mit den Bürgern unserer Stadt. Business TV heißt wirtschaftliche Unterstützung, inhaltliche Zusammenarbeit. Saga GWG ist unser Partner. Wir in Hamburg ist Business TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wir in Hamburg. Zum 26. Mal wurden dieses Jahr beim Oxmox Band Contest die Newcomer der Musikszene gesucht und gefunden. Der Wettbewerb, der seit einem Vierteljahrhundert von Hamburgs Stadtmagazin Oxmox veranstaltet wird, bringt Bands aus der ganzen Welt auf die Bühne, die dann in einem Contest um den Titel streiten. Wir waren beim Viertelfinale in der Kiez-Location Silber dabei und haben die Bands auf und hinter der Bühne getroffen. Das ist nichts für zarte Ohren. Den Auftakt des Abends bildeten die fünf Alternative-Rocker von Age of Lunacy, zu Deutsch Zeitalter des Wahnsinns. Seit 2 Jahren machen sie zusammen Musik und mit dem Band-Contest wollen sie ihrer Karriere jetzt den nötigen Kick geben. Einen Vertrag haben wir noch nicht, aber wir schauen uns natürlich um. Es gibt natürlich sehr viele Bands und man muss auch erstmal zeigen, dass man Gutes glaubt, dass man einen Vertrag bekommt. Bandleader Harry schreibt die Songs. Musikalische Vorschläge dazu dürfen alle einreichen. Einmal die Woche wird im Probenraum geübt, damit es dann auch so klingt, wie die Fans es hören wollen. Ein paar ihrer treuen Fans waren auch bei der von Saga GWG unterstützten Veranstaltung im Silber dabei und haben die Stimmung gleich zu Anfang kräftig angeheizt. Also wir kamen hoch und es war schon eine super Stimmung. Also es war cool, es war auch sehr heiß da drin, aber das gehört nun mal dazu. Und wenn du merkst, dass da viele Leute, wenn du merkst, dass es voll ist, dann gehst du auch gleich ganz anders an die Sache ran, mit Spaß und hat auch gleich alles auf Anhieb geklappt. Ein deutliches Kontrastprogramm bot die Hamburger Pressgang. Während ihrer Auftritte nehmen sie die Rollen der 4 Seefahrer Lou Rupp, Pinneberg, Bill Brok und Thies Hooper ein. Und dann singen sie, na klar, modernen Shanty. Alle Segel Kurs gen Nord. Wir machen modernen Shanty, also die schönen Lieder des Nordens und auch der anderen 7 Weltmeere. Und hauptsächlich machen wir die Musik, damit die Leute sich freuen und glücklich sind. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir froh und dann gibt es so eine Art Rückkopplung von Frohheit, die sich so aufschaukelt gegensätzlich. Und das ist das, warum wir die Musik machen tun. Und die Rückkopplung hat auch an diesem Abend bestens funktioniert. Die eingeschworene Fangemeinschaft der Pressgang stiftete den Rest der Menge zu einer großen Schunkelei an. Und so waren sich viele im Publikum schnell sicher, welche Bands zu ihren Favoriten gehörten. Die Shanty, Leute? Diese Matrosen, die fand ich auch sehr witzig. Also The Swindle waren super, weil der Typ hat einfach Stimmung mitgebracht und eine sehr geile Stimme. Die Swindles, die waren irgendwie mal was anderes. Das war irgendwie, hat mich überzeugt. The Swindle, das ist diese junge Indie-Boyband aus Hamburg. Der charismatische Leadsänger überzeugte mit seiner Stimme, und zwar nicht nur die weiblichen Zuschauer. Das letzte Wort hatte jedoch die Jury, deren Meinung neben den Zuschauerstimmen zu 50% in die Wertung einging. Auf Platz 1, der Gewinner des ersten Abends. Für Age of Lunacy reichte es diesmal leider nicht, aber die Hamburger Jungs der Pressgang konnten sich noch einen stolzen 3. Platz sichern. Das war wunderschön, das war wirklich wunderschön. Sowas hatten wir uns, glaube ich, alle nicht erhofft. Wie weit sie im Oxmox Band Contest noch kommen, ist deshalb gar nicht so wichtig. Hauptsache, alle haben Spaß dabei. Und diesen Spaß werden die 4 Leichtmatrosen auch in Zukunft in den Weltmeeren Norddeutschlands verteilen. Daran lassen sie keinen Zweifel. Stefanie Ohl ist die Leiterin der Oxmox Musikredaktion und arrangiert das Ganze hier. Der
Oxmox Band Contest geht in die 26. Auflage. Genau, richtig. Glückwunsch dafür. Wie läuft er dieses Jahr? Super. Wir haben viel Spaß mit unseren neuen Bands. Wir haben aus hunderten Einsendungen die 40 besten Newcomer rausgesucht, die jetzt an 5 Tagen live auf der Bühne standen. Wir haben viel tolle Musik gehört, ein tolles Publikum gehabt. Also, wir sind zufrieden. Sie sehen echt ausgeschlafen aus für 5 Tage Party. Das täuscht. Aber es macht halt Spaß. Also die ganzen neuen Bands, die wir entdeckt haben, das spornt einen halt an. Und die Newcomer-Förderung liegt uns halt so sehr am Herzen. Und es waren so viele tolle Bands dabei. Also aber die Messlatte ist ganz schön hoch. Sie haben vor ein paar Jahren Revolverheld, genau. Wirklich ja, Geburtshelferin, kann man vielleicht sagen. Ja, das stimmt. Ja, die Messlatte ist hoch. Schaffen Sie das nochmal? Ich denke schon. Also so wie es dieses Jahr aussieht, sind da einige dabei, die in die großen Fußstapfen treten können. Und es halt mit Revolverheld, das war damals halt einfach super, dass wir die Jungs entdeckt haben. Da waren sie noch so klein und standen bei uns auf der Bühne. Und wenn man sie jetzt auf den großen Festivals sieht, das Verhältnis ist immer noch herzlich. Und wir sind gerne bereit, jeder jungen Band eine Chance zu geben und unterstützen tatkräftig mit Booking-Angeboten. Wir schreiben über erste CDs. Wir tun, was wir können. Es bewerben sich nicht nur deutsche Bands, sondern auch aus dem Ausland, Österreich, sogar Großbritannien. Genau, mit The Gecko haben wir eine Band aus Großbritannien dabei. Swung Monkey kommen sogar aus Australien. Die sind extra aus Australien nach Hamburg geflogen für den Contest. Also es ist ganz toll, es ist richtig international geworden im Laufe der Jahre. Kann man sich auf diesen Preis, wenn man ihn dann später bekommt, oder diesen Contest, den man dann später gewinnt, kann man sich denn da auch wirklich was drauf einbilden? Oder ist das einer unter vielen? Im Moment ist ja relativ viel in der Medienlandschaft. Das stimmt schon, aber wir sind jetzt im 26. Jahr und da ist ein Sieg beim Oxmox Contest auf jeden Fall eine Referenz, der den Bands Türen öffnet. Die Plattenfirmenleute kennen unseren Ruf, die wissen, was für Bands daraus hervorgegangen sind. Und vor allem, dass wir uns auch nicht auf eine Stilrichtung festlegen, sondern alle Bands jeglicher Couleur sind bei uns willkommen. Gewinnt, was und gefällt. Stehen auf der Bühne. Genau, das ist richtig. Auch Schlager? Kann passieren, wenn er gut gemacht ist und wenn das Publikum und die Jury überzeugt sind. Ja, also wir grenzen da niemanden ein. Wie sieht es denn mit der Kompetenz in der Jury aus? Die Jury ist breit gefächert. Also wir haben vom A&R, Plattenfirmenleuten bis zu Bookern, Soundtechnikern, Fotografen, alles dabei. Und jeder bewertet nach seinen eigenen Kriterien, was ja für die Bands auch ganz wichtig ist. Jeder gibt ihnen danach Tipps für Fotos, für den Sound, alles aus allen Richtungen, ja. Oxmox ist in Hamburg auch bekannt nicht seit gestern, sondern seit ein paar Jahrzehnten. Also ihr steht auch für Kontinuität. Innerhalb dieses Contests gebt ihr auch jungen Bands eine Chance. Ja, das ist ganz toll. Halt, wir haben eine Band dabei, da sind die jüngsten Bandmitglieder gerade 16 Jahre alt. Und wir helfen denen auf die Bühne und geben denen Tipps. Und wenn sie halt weiterkommen, dann sieht man die Bands von Runde zu Runde wachsen. Und es ist schon erstaunlich. Im Finale, was dann für Bands auf der Bühne stehen, im Gegensatz zu den ersten Veranstaltungen. Es ist ganz toll, die wachsen zu sehen. Wir sind noch sehr gespannt. Halbfinale und Finale haben wir noch vor uns, ne? Genau, das Halbfinale findet am 30.06. und 1.07. im H1-Club statt und das Finale am 9.09. in der Markthalle. Da spielen dann die 10 Besten. Vielen Dank, Stefanie Ohl vom Oxmox. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten. Die Ausstellung Wilde Mischung von Annegret Fritsch ist Anfang Mai in der Galerie Dulsart an der Straßburger Straße eröffnet worden. Die Bilder der Dulsberger Künstlerin zeigen eine Mischung aus Surrealismus, Futurismus und Fantasy. Ich habe eigentlich gar keine Stilrichtung. Ich will mich auch nicht festlegen auf irgendeinen Stil, weil ich möchte mir alles offen halten und so malen, wie mir gerade zumute ist und was ich gerade so möchte oder was ich gerade so sehe. Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Juni in der Galerie Dulsart zu sehen. Im Mai startet erneut MOVE, das kostenlose Sportprogramm von Saga GWG. Auch 2011 geht es bei MOVE rund um den Fußball, besonders natürlich im Jahr der Frauen-WM. Deshalb werden 2 HSV-Spielerinnen beim Elbkicker-Programm teilnehmen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den speziellen Möglichkeiten in den Stadtteilen. Ob Baumklettern in Lohbrügge, Buhl in Hummelsbüttel oder Parcours auf der Veddel. Für Sportfreunde jeden Alters ist wieder eine Menge Spielspaß und Bewegung dabei. Sie verschönern unsere Stadt, dämpfen den Lärm, filtern den Staub aus der Luft und dienen vielen Tieren als Lebensraum. Wenn Sie jetzt den Wald vor lauter Bäume nicht sehen, dann liegen Sie genau richtig. Weit über 800.000 Bäume wurzeln in Hamburg.
Harald Fied aus Hamburg-Roter Baum hat eine ganz besondere Affinität zu den Pflanzen, die unserer Stadt ihr grünes Gesicht verleihen. Bäume, soweit das Auge reicht. Wie grüne Adern zieht sich Baumreihe um Baumreihe durch unsere Stadt. Besonders der Park zwischen den Grindelhochhäusern hat es Harald Fied angetan. Von seiner Wohnung in der Haller Straße aus hat er eine freie Sicht auf die Parkanlage Grindelberg. Die Leidenschaft des langjährigen Hobbyornithologen galt zunächst den Vögeln im Park. Doch bald entwickelte sich daraus auch ein Interesse für die Bäume, in denen sie saßen. Da habe ich gedacht, das ist interessant. Da kaufe ich mir mal ein Baumbuch über Hamburger Bäume. Das war 1992. Aber es gab kein einziges Baumbuch über Hamburger Bäume. Da habe ich gesagt, so, über Vögel gibt es sehr viele Bücher, aber kein Baumbuch. Und da habe ich angefangen, über Bäume zu schreiben. Drei Bücher über Bäume waren die Folge. Doch damit nicht genug. Der pensionierte Lehrer bietet inzwischen regelmäßig Baumführungen an. Seine Begeisterung dabei ist spürbar. Ein sehr schöner Baum. Mit sehr schönen Ästen, breite Krone und hat auch einen guten Platz. Natürlich viel Verkehr, aber hat viel Platz für sein Wurzelwerk, kann sich hier entfalten und ist so ein Kennzeichen, kann man sagen, landeskundliches Kennzeichen, wenn man von Weitem kommt. Aha, da steht unsere Platane. Überlebende des Zweiten Weltkriegs und Kriegsveteran und praktisch der Veteran von diesem ganzen Gelände, der älteste Baum, ungefähr 100 Jahre. Neben den Details über die Pflanzen und deren Wurzeln erfahren die Teilnehmer einer solchen Führung auch etwas über die Geschichte der Siedlung. So gewährte die Künstlerin Sigrid Sandmann in einem Transparent an einem der Grindelhochhäuser ganz neue Einblicke. Es war ganz toll, es waren nämlich Originalaufnahmen, also Aussagen praktisch von den ersten Mietern, die hier reinkamen, die voller Begeisterung schrieben, schöner konnte man noch gar nicht wohnen, es war ein nettes Publikum, das Wasser kam hier aus der Wand, wir kamen aus den Nissenhütten, es war reiner Luxus. Als reiner Luxus könnte auch ein idyllisches Plätzchen wie dieses bezeichnet werden. Hier können die Parkbesucher ihre Seele einfach mal baumeln lassen. Doch in Zeiten des Klimawandels wird auch die Funktion der Bäume wieder zunehmend deutlich. Sie produzieren Sauerstoff, nehmen schädliches CO2 auf und halten das Grundwasser. Bäume sind Persönlichkeiten, sind Lebewesen, übrigens die ältesten Lebewesen der Welt. Bäume können bis etwas über 4000 Jahre alt werden, nicht bei uns, aber in den USA zum Beispiel, Nordamerika. Und das sind Lebewesen, Persönlichkeiten, die wir respektieren müssen. Mit seinen 243.000 Straßen und rund 600.000 Parkbäumen zollt die Hansestadt dem Baum deutlich Respekt. Vielleicht schafft es Harald Fied, mit dem wachsenden Bewusstsein für die Bäume auch ein zunehmendes Bewusstsein für die Umwelt zu schaffen. Ausgehend von der Parkanlage Grindelberg im Herzen unserer grünen Stadt. Das war Wir in Hamburg. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mehr Informationen zu allen Themen unserer Sendung erfahren Sie natürlich auch im Internet unter www.saga-gwg.de. Am 24.05. sind wir wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.